doch. Ab Bockfurzen sind um Atomwatschen müssen. Und es gibt so Menschen, die verdienen eine Änderung, einen Bockfurzen, weil die haben ein Bockfurzen-Gesicht. Er ist so ein Manager von einer Bank und hat wirklich nicht alle Tassen im Schrank. Hat schon 3000 Stellen kurz weg saniert und dafür Millionen Abfindung kassiert. Macht's mit der Zeichen, der hol ich den Knall. So blöd er schaut, ist ein typischer Fall von einem Bockfurzen-Gesicht. Ein Bockfurzen-Gesicht, ein größeres Bockfurzen-Gesicht findest du nicht. Es leise gespielt, ein Bockfurzen schadet mir nicht. Und dann ist jetzt immer euer Nebenmann noch nicht schmieren. Oder halt, das ist jetzt blöd. Stellt euch das vor, also einen anderen zu hören und dann macht es so, ja? Ein Bockfurzen schadet mir nicht. Ja, das war noch ein bisschen zwäng, da geht noch mehr. Am Straßenrand hängt das Seil, Riesenkonterfei. Er nichert ja so gern in Bundestag rein. Und das Paradies, das verspricht er dir glatt, wo's Honig und Mulch und kein Steier mehr hat. FDP, FDP, doch was ist, hat dem schon ein Wahlprogramm wert, wenn dich schon von vornherein was ganz anders stört. Dies ist Bockfurzen-Gesicht, dies Bockfurzen-Gesicht, ein größeres Bockfurzen-Gesicht findest du nicht. Dies Bockfurzen-Gesicht, dies leise, das spricht, ein Bockfurzen schadet mir nicht. Ja, ich hätte wissen, wie ihr gedacht habt. Ist eine Frau der High Society, hat sie sich bloß plus Wasser und Botox spritziert. Sie ist dermaßen klüftet, das ist allerhand, wenn's nach die Zahn am Kleinen lief, weil sie so spannend. Du kannst das nicht anklagen, auch nicht für Geld. Was war die letzte Frau auf der Welt? Zwecks dem Bockfurzen-Gesicht, dem Bockfurzen-Gesicht. Ein größeres Bockfurzen-Gesicht willst du nicht, wird dies Bockfurzen-Gesicht. Das leise Gespräch, ein Bockfurzen schadet mir nicht. Du kommst spät vor der Arbeit und schaust noch TV, da steht vor dir eine barbusige Frau. Sie zahlt dir ein Rätsel und schreit wie am Spieß. Ruf an und mach mit, ja, dann gewinnst du recht gewiss. Dein Blick hängt am Busen, dann wandert er hinauf. Der Busen war schön, doch da oben stehst du auf. Den Bockfurzen-Gesicht, ein größeres Bockfurzen-Gesicht, willst du nicht für dies Bockfurzen-Gesicht, das Lautste, das spricht, ein Bockfurzen schadet mir nicht. Ein Bockfurzen-Gesicht, ja, das hat man nicht so, das muss man erwerben, das schafft man sich um. Egal ob Fernsehpfarrer oder Präsident oder einer, den man vom Modern Talking her kennt. So ein Gesicht, das ist wie ein Pantoffel, jawohl, tritt einfach mal rein und dann pust die gleich wohl. In den Bockfurzen-Gesicht, siehst du ein Bockfurzen-Gesicht, dann werd ich nur gegen dein Bauch gebrannt.